Herzlich willkommen, liebe Tierfreunde. Ich bin der Robert und hinter der Kamera ist die Claudia. Ich bin Videoblogger, speziell im Bereich für Meeresaquaristik. Heute habe ich mal die Ehre, einen Kölle-Zoo zu filmen, und zwar den neuesten. Und der ist in Esslingen. Und hier gibt es komplette neue Dinge, die der Kölle-Zoo vorher nicht hatte. Und die wollen wir uns heute angucken. Und ich freue mich jetzt schon auf den Sebastian, der uns heute den Laden zeigt. Also, bleibt dran, es wird spannend. So, jetzt ist bei mir der Sebastian Schirning. Grüß dich, Sebastian. Grüß dich, hi, morgen. Du bist hier der Marktverantwortliche, genau. Der Marktleiter. Ja. Ich glaube, so heißt das bei euch. Betriebsleiter, ja, genau. Der Betriebsleiter. Und Genau. Du hast heute die Freude, uns durch deinen Markt zu führen. Gerne. Und ich glaube, ich muss vorausschicken, der Kölle Zoo in Esslingen ist tatsächlich der modernste Zoofachmarkt. Modernste und neueste, richtig. Genau, der neueste und hat im Prinzip auch entsprechend ein moderneres Design wie die älteren. Genau. Das Design, was jetzt langfristig dann alle Kölle bekommen sollen. Ja? Genau. Ja, das sind mittlerweile übrigens eine ganze Menge. Wir haben 16 deutsche und 5 österreichische Märkte. Und richtig. Ich meine, egal wie man es dreht und wendet, an der Kölle zur Gruppe kann man einfach nicht vorbeigehen. Und deswegen freue ich mich heute auf den modernsten Kölle Zoo. Perfekt. Genau, wir sind jetzt gleich am Eingangsbereich und haben gesagt, naja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Natürlich ist für unsere Zielgruppe immer die Aquaristik, vor allem natürlich die Meeresaquaristik, Klar. Das Interessanteste. Aber der Kölle Zoo bietet natürlich noch sehr viel mehr. Deswegen, wir sind jetzt in eurer, ja, ich sag mal, Hunde-Katzen-Futterabteilung, genau. Und vor allen Dingen eure Eigenmarken. Genau. Und ich muss sagen, ich habe jetzt selber neben auch Mika-Säppchen. Sehr schön. Immer gerne, wenn wir mal zu Kölle Zoo kommen. Ja. Das ist tatsächlich so. Ja. Das hat sich entwickelt, oder? Absolut. Man sieht hier ganz klar die neue Corporate Identity, die beim Kölle umgesetzt werden soll, mit dieser Holzoptik, dieser edle Ton, der jetzt im Einzelhandel dann gemacht werden soll. Man sieht das helle Holz mit dem Schwarz, das Schwarz-Grün. Das alte Logo ist verschwunden. Ein bisschen Graffiti da in der Ecke. Also man macht das alles ein bisschen moderner und hochwertiger. Wir waren jetzt hier so ein bisschen in Deutschland der erste Markt, der das bekommen hat. In Österreich wurden die allen neuen auch schon so umgesetzt. Und langfristig sollen dann die ganzen Kölle mit diesem Design quasi umgeändert werden, designt werden. Also kauft das Auge mit? Das Auge soll mitkaufen, so, ja, absolut. Das stimmt. Absolut. Ich habe so einen Hunger und ich habe eine Breze. Aber leider ist das nichts für mich. Hallo Franzi. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du uns jetzt ein bisschen was über eure, kann man sagen, BARF, vernünftiges Futter für Hund und Katze erzählen wirst. Mhm. Genau, also ganz neu im Trend war ja dieses BARFen, diese biologisch artgerechte Rohfütterung. Ja. Das ist ja ganz groß im Kommen gewesen. Jetzt geht es sogar noch ein Stück weiter, dass sogar die Trocken- und Feuchtfutter auf dieses BARF-Niveau gehen. Das heißt, kein Getreide, kein Zucker, einen ganz hohen Fleischanteil, auch ein gutes, hochwertiges Fleisch. Da haben wir auch verschiedenste Exklusivprodukte, die es nur exklusiv bei uns gibt. Da haben wir zum Beispiel hier so eine kleine Schnüffelbox, wo man sich mal rein probieren kann. Sind die verschiedensten Sachen drinnen. Einkaufsgutschein ist drinnen für 10 Euro. Online kriegt man noch 20% Rabatt. Unsere Hauptmarke Lottis Häppchen ist mit dabei. Also zum Ausprobieren. Genau, also zum Ausprobieren. Also so, dass der Kunde sagen kann, was frisst mein Tier gerne. Genau, ist alles dabei. Ein bisschen Leckerlis, ein bisschen Futter, ein bisschen Trockenfutter, Feuchtfutter. Dass cool. Der Kunde einfach mal probieren kann. Und das gibt es für Hund oder auch für Katz? Im Moment gibt es das aktuell nur für Hund. Ja. Das sind wir ganz neu dabei. Das müssen wir erstmal starten und es anlaufen lassen. Man hat auf jeden Fall einen Preisvorteil im Vergleich, wenn man es einzeln kauft. Mhm. Wenn es gut anläuft, ist es durchaus auch mal für Katze planbar. Ja, ich habe das gerade schon dem Sebastian gesagt. Also wir selber, auch wenn wir denn in den Kölle zu kommen, in den Süden runter, wobei wir haben oben in Münster ja auch einen, dann holen wir für unsere Katze einmal was mit, weil wir haben festgestellt, die braucht tatsächlich Abwechslung. Ja. Und als ich denke schon, dass wir verantwortungsvoll sind, also da achten wir auch wirklich drauf, dass unsere Katze nur was Vernünftiges frisst und nicht Getreide und Co. Genau. Die kriegt ja überhaupt kein Trockenfutter mehr. Super. Aber du hast ja gerade gesagt,
Da arbeitet man dran, dass selbst diese Futtersorten irgendwann so sind, dass nichts mehr drin ist, was nicht reingeht. Genau, also wir haben ganz viele Produkte schon, gerade auch unsere Eigenmarken und Exklusivmarken, wo schon komplett kein Getreide drinnen ist, kein Zucker, nur einfach das reine Fleisch, also quasi biologische Ernährung. Cool. Wir sind jetzt bei den Nagern und wir sehen gerade, hier gibt es alles. Kann das sein? Alles, alles, was das Tierherz braucht und will, kann man hier in der Nagerabteilung bekommen. Ganz klar. Ja. Und ich meine, das ist ja wirklich von der Rennmaus über das Meerschweinchen. Degus, Chinchillas, Kaninchen. Ja. Wird Ratten. Das auch stark nachgefragt? Ja, zurzeit absolut. Generell immer wieder. Klar, Kinder mit, oder Familien mit Kindern wollen immer ein Kaninchen, Meerschweinchen, wer kennt es nicht aus der Kindheit, immer gern gefragt, ganz klar. Und ihr habt auch ganz was Besonderes, ne? Ja, also bei uns, das finde ich übrigens sehr, sehr gut, weil erklärst du am besten, genau, kannst also bei das uns, gar nicht besser gibt's das, das Thema Adoptieren statt Kaufen bedeutet im Endeffekt das, dass Kunden ins Tierheim gehen können, Tierheim ihrer Wahl, dort sich ein Tier aussuchen können, kaufen können, mit dem Beleg hierher kommen und bekommen von uns als Dankeschön, dass sie eben ein Tierheim aus dem Tierheim gerettet haben, in Anführungszeichen, einen 15-Euro Einkaufsgutschein für Futter, Heu, was auch immer man da gebrauchen kann. Brauchen sie, man braucht ja Dinge, dann das, dafür seid ihr dann da. Das finde ich richtig, super. Genau. Aber ich finde es klasse, dass man eben auch an die Tiere im Tierheim denkt. Richtig. Man würde ja im ersten Moment meinen, man würde lieber selber Tiere verkaufen, aber finde ich cool. Also ich finde das richtig stark. Genau. Das Adoptieren statt Kaufen gilt natürlich auch für eure Vögel, ne? Selbstverständlich, ja. Die wir gerade gucken. Was ist da ganz so? Klar. Was ist da so? Der Renner? Ja. Ah, ganz klassisch die Wellensittiche tatsächlich. Ja. Wellensittiche gehen immer. Was immer inzwischen auch wieder kommt, sind Ziegensittiche und Nymphensittiche, die dann immer ein bisschen gekauft oder öfter gekauft werden, sind die größeren Tiere, die selteneren Tiere. Die Wellensittiche sind halt die klassischen Vögel, die man kennt aus zu Hause. Aber auch hier mit Abstand die bestverkauftesten. Ja, super. So langsam wird es in die richtige Richtung, es wird nass. Und da hat uns gleich schon einer begrüßt. Und zwar sind wir hier bei den Goldfischen und bei den Koi. Genau, richtig, jawohl. Bei den Kois. Geht das im Winter auch? Weniger. Oder ist eher ruhig? Weniger. Also es ist ruhiger. Das Frühjahr, ganz klar, wenn die Teichsaison wieder anfängt, merken wir natürlich auch einen starken Anstieg. Aktuell haben wir noch eine Aktion, Koi-Aktion 1+1. Genau. Da muss man immer dazu sagen, wir sind jetzt im November 2020. Genau. Weil das Video soll ja länger dann bleiben und zum Gucken sein. Ja, auch stark nachgefragt. Also machen das viele, viele Leute? Erwachsend. Also man merkt schon ganz klar bei uns, dass wir keinen Außenbereich haben. Die Teichabteilung ist einfach nicht so groß. Aber wir sind ja auch noch nicht so lange hier am Markt in Esslingen. Dementsprechend muss der Kundenstamm auch wachsen. Aber wir merken jetzt natürlich schon Anstieg in jeder Abteilung, auch im Teich. Also ihr ganz seid klar. Ja, hier im Center. Ich meine, das ist von der Fläche her jetzt kein so großer Köln-Zoo. Nee. Aber wenn man jetzt mal guckt zu einem Zoofachgeschäft, ist es natürlich Wahnsinn. Hier kriegst du ja alles, was du eigentlich haben willst. Also absolut. Ich wüsste jetzt nichts, was ich jetzt nicht kriege. Nee, also hier gibt es alles und wenn es es hier nicht gibt, dann können wir es bestellen. Das wollte ich gerade sagen. Ihr habt ja so ein paar ganz außergewöhnliche Sachen, die ihr anbietet. Unter anderem, dass ihr alles bestellt. Und ich glaube, ihr haltet auch jeden Preis. Ne? Also wenn ein anderer irgendwie günstiger ist, dann sagt ihr... Genau, wir haben die sogenannte Bestpreisgarantie. Das bedeutet, wenn ein Kunde kommt und sagt, hier, unser Konkurrent hat das Angebot im Internet oder im Laden und zeigt uns das vor, dann kriegt er das gleiche Produkt für denselben Preis, wie der Konkurrent es anbietet. Ja, das ist schon auch stark. Genau. Also, muss man schon sagen. Mehr muss man gar nicht haben. Nee, und also das gilt auch in jeder Abteilung, also nicht nur Teich und Aquaristik, sondern auch Katze, Hund. Ja. Egal wo, Bestpreisgarantie. Genau. Gut. Ja. Jetzt sind wir natürlich so langsam in dem Bereich, der mir immer am meisten Spaß macht. Ganz klar, ich bin natürlich Meerwasser-Aquarianer mit Leib und Seele. Und du hast gesagt, da wird uns jetzt der Max. Richtig, Teamleiter Aqua. Okay. Für beides, süß und Meer? Sowohl süß als auch Meer, als auch Teich Super. Und Terraristik, also in dem Bereich absolut
fachgewandt. Und an den übergebe ich jetzt, damit er da die perfekte Super. Antworten geben kann. Da freuen wir uns jetzt drauf. So, hallo Max. Hallo. Der Robert. Und auch ich freue mich sehr, dass du jetzt mit uns die Führung machst, und zwar sowohl durch die Meerwasserabteilung als auch durch die Süßwasserabteilung. Genau. Wie lange bist du schon beim Köllitzer? Ah, jetzt seit 2007. Och. Die Lehre gemacht. Ganze Ecke, ne? Und da ist jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und auch schon immer Meer und Süßwasser? Oder hat sich das entwickelt? Hauptsächlich Süßwasser. Ja. Und dann kam die Faszination Meerwasser dazu. Und jetzt eigentlich fast ausschließlich nur noch Meerwasser. Cool. Ja, du weißt wahrscheinlich, dass ich es sehr stark mit Meerwasser habe, mit Süßwasser nicht so. Ja. Einfach, es ergibt sich halt, ne, in welche Richtung man geht. Aber es gibt auch wunderschöne, traumhafte Süßwasser. Die Interessen verschieben sich ja auch mit der Zeit. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Hobby. Genau, jetzt sind wir in eurer, ja, ich sag mal so, hier sieht man ein paar präsentierte Systemaquarien. Was, genau. was läuft so? Welche Literklasse ist denn so das, wo die Leute so anfangen momentan? Also dieser Trend Nano ist jetzt gar nicht mehr so aktuell. Aber wir beginnen so 100 bis 500 Liter. So in den Becken sind also schon ja. Die meisten Kunden oder bewegen sich die meisten Kunden. Wir haben natürlich auch Nano-Becken da. Und was wir auch noch machen, sind Anfertigungen, Sonderanfertigungen. Ja. Das heißt, wenn ein Kundenwunsch da ist mit einem großen Aquarium oder ein kleines mit Sondermaßen, das werden wir dann alles auch verwirklichen. Oder können wir verwirklichen. Das macht ja der Thilo. Genau. Wir haben mit dem Thilo ja auch ein sehr, ich finde es ein sehr tolles Video gedreht. Ja, also sehr ausführlich. Uns, genau, wir konnten uns da fünf großes, was heißt, waren jetzt nicht unbedingt übergroß, doch, zwei waren auch groß. Aber interessant war da die Integration in den Wohnraum. Also das muss man sagen. Wer das übrigens gucken will, gibt es sowohl auf der Köllitzer Seite als auch auf unserer. Hat mittlerweile, glaube ich, 55.000 Abrufe. Das ist schon gut für ein deutsches Video. Ja. Das stimmt. Ihr richtet den Kunden auch die Becken ein, nehme ich an? Ja, also das heißt, wir können auch zum Kunde rausfahren. Wir können das Becken pflegen. Ja. Wir haben da ein Team an der Hinterhand, die das Ganze machen. Das heißt, so ein rundum Sorglos-Paket. Wir bringen die Becken, wir bringen oder installieren die Technik, wir richten das Becken ein, wir pflegen das Becken auf Dauer. Können wir alles verwirklichen, ja. Super, und ihr habt ja eigentlich alles da, was man so kennt. Also von Aquamedic, Drezzi, Eheim. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen relevanten vergessen. Die großen Firmen, die sind vertreten. Ja. Und ganze Zubehör mit allem drum und dran. Alles da. Haben wir auch da, ja. Genau. Ein gutes Stichwort Dekoration. Also Meeresaquaristik geht natürlich nicht ohne Deko. Ja. Ihr habt, glaube ich, auch alles da, was es gibt auf dem Markt. Egal, ob das die Real Reef Rocks sind, ob das Lebengestein ist. Habt ihr noch andere verschiedene Arten, mit denen man einen Riff baut? Gut, wir haben noch die Basissteine, die dann ganz unten reinkommen. Ja. Aber wie man das Riff jetzt letztendlich oder wie der Kunde das letztendlich aufbaut, ja, ist ja auch ein bisschen Kunde überlassen. Wir haben die Möglichkeit, nur rein mit Lebengestein zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, nur rein mit Real Reef Rock zu arbeiten, was auch sehr gut funktioniert. Oder man mixt es. Ja. Funktioniert ja auch super. Ja, ist halt, jeder, der das ja weiß oder machen muss, der weiß, dass natürlich man beim Lebengestein relativ schnell arbeiten muss. Richtig. Und das meistens nicht unbedingt im Trocknen, wohingehend man natürlich bei Real Reef Rocks oder bei allen künstlichen Steinen, was heißt denn ja nicht künstlich, doch zum Teil ja, zum Teil nein. Es gibt ja auch trockenes Riffgestein, richtig, ja. Man deutlich mehr Zeit zum Verarbeiten hat. Aber ja, wir sind aber auch ein bisschen flexibler, was das Real Reef Rock angeht. Wir können einfacher damit arbeiten, ja. Eben wie du gesagt hast, im Trocknen. Und die Steine sind ja doch andere als das Lebengestein. Ja, das stimmt. Da kann man schon, das ist halt alles Vor- und Nachteile. Ja, genau, richtig. Also, Trojaner sind keine drin. Genau. Dafür ist aber auch biologisch nicht aktiv. Genau, es dauert aber ein bisschen länger. Genau, richtig. Das stimmt. Ja. So, wir haben ja gerade auch schon gesehen, ihr habt auch die Zapfanlage, die es in allen Köln-Zoos gibt. Ja. Wird das rege genutzt? Wird super genutzt. Also ist ja auch ein toller Service. Wir haben fertiges Meerwasser, mit dem der Kunde gleich sofort seinen Wasserwechsel machen kann oder ein neues Becken starten kann, je nachdem. Und Osmosewasser mit Silikatfilter, das heißt, es ist wirklich totes Wasser.
für die Nachfüllautomatik. Reinstes Wasser. Reinstes Wasser, genau, richtig. Ja, aber das stimmt schon. Also da ist halt da nichts mehr drin, was Probleme verursachen kann, wie zum Beispiel Kieselsäure. Richtig, ja. Genau. Was hatte ich eigentlich von München hierher verschlagen? War es gut, jetzt wegen komm, dem... Ja. Wegen, ich ja auch du kommst aus hier? Genau. Ja. Und aber jetzt wieder der Ruf der Heimat. Ja. Ja gut, Stuttgart ist schön, München ist auch schön. Also sind ja, die Städte schenken sich nichts. Aber jetzt haben wir hier ein niegelnagelneues Haus. Ja. Das ist natürlich auch immer schön und eine tolle Herausforderung. Ja, das stimmt. Wir stehen vor eurer Fischanlage und ich muss sagen, ich sehe das oft im Handel mittlerweile, dass viele Händler, oft Korallenhändler, halt gar keine Fische mehr haben. Und ja, das ist halt eure Stärke, ne? Ja, man muss natürlich sagen, dass eine Fischhaltung auch intensiver ist als eine Korallenhaltung. Ja gut, ist klar. Und ist wahrscheinlich auch eher, manchmal eher verlustbehaftet, kann das sein? Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Kann sie nicht sagen. Kann ich jetzt bei uns nicht bestätigen. Wir machen keine Direktimporte. Mhm. Wir haben keine Quarantänestation. Von dem her lassen wir alles von einem Großhändler machen. Also er kriegt dann Fische, die schon eine Weile hier sind, die gestanden genau, sind. Alles die kennen auch quasi, die nicht direkt aus dem Meer entnommen worden sind. Wir haben auch extrem viele Nachzuchten. Ja. Das ist ja das Schöne, also da entwickelt sich ja jetzt auch doch einiges. Ja, hat sich einiges getan. Also wie man sieht, zum Beispiel die kleinen gelben Doktoren, die ihr ja da habt. Das ist schon Wahnsinn, was sich da bewegt hat. Vor allen Dingen eben auch bei den Tieren, wo man gedacht hat, ne, gerade wie Doktorfische oder auch Kaiserfische, ist deutlich schwieriger als jetzt zum Beispiel ein Anemonenfisch. Aber ja, jede Nachzucht, die es gibt, ist sehr gut für unser, ja, für unser Hobby, auf jeden Fall. Wenn man die anschaut, die Tiere sind natürlich ein bisschen kleiner als jetzt... Der wächst noch mit der Zeit. Aber das ist überhaupt kein Problem. Das stimmt. Was mir auch ganz gut gefällt, ist jetzt hier, ist es jetzt wieder mal was Neues. Das kenne ich von den anderen, das ist ja noch nicht. Ihr habt unheimlich viele künstliche Korallen drin. Ja. Das heißt, der Fisch hat immer noch eine Versteck- und Rückzugsmöglichkeit und er könnte trotzdem die Fische dann fangen, wenn ein Kunde das haben will. Genau, wir haben beim Paarbecken haben wir jetzt auch echte Korallen drin oder Anemonen. Aber ansonsten haben wir eigentlich hauptsächlich Kunstkorallen drin. Ja. Fische haben Versteckmöglichkeiten, die Optik passt auf jeden Fall. Ja, es gibt die Fische selber, das hast du ja genannt, Anemonenfische, die brauchen theoretisch ein Nesseltier. Genau. Optimal natürlich eine Anemone, aber alle anderen Fische, eigentlich die meisten brauchen das nicht. Aber für richtig, die ist wichtig, dass sie sich halt mal verstecken können. Ne? Also wenn du jetzt nur in so einem Glaskasten sitzt, ist ja auch nicht schön. Nee, ist auch nicht. Ist auch nichts. So. So, denke ich mal, fahren wir ganz gut. Ja. Was ich auch schön finde, die Entwicklung in der Aquaristik, ihr setzt das auch super um. Cleaning Crew und Plagegeistertiere. Ja. Dass man schon weiß, hier, wenn ich was habe, hier gibt es Tiere, die dafür dann auch zuständig sind. Genau, das ist einfach so eine Unterstützung für den Kunde, dass er sich ein bisschen besser orientieren kann. Ja. Ansonsten sind ja auch wir da für die Beratung, aber wir haben dann jeweils unsere Top 5 präsentiert. Die ihr empfehlt bei dem einen oder anderen. Ja gut, es macht ja Sinn. Genau. Also, man sieht ja auch das Resultat, von dem her die Jungs machen gute oder bringen gute Leistung. Ja. So, wir sind jetzt bei eurer Korallenanlage angekommen. Ja. Ist auch immer ähnlich beim Köllezoo und ich finde das eigentlich auch ganz cool. Also man hat einen großen Block, zumindest da, wo es sich machen lässt. Ne? Genau. Genau. Hier vorne sehen wir jetzt einfache SPS, das ist ja auch ein bisschen gemischt, ne? Ja, also sind jetzt SPS-Korallen drin und Weichkorallen. Schöne pumpende Xenien. Ja, so, wachsen auch sehr gut. Ja, hier, entweder wachsen die oder sie oder gar nicht. Genau. Also das war in den 80ern, als wir angefangen haben, das erste Mal, war das tatsächlich so, da hast du ein Heidengeld für Xenien bezahlt. Heute weiß man, das ist eine schöne Koralle, aber... Die ist natürlich auch sehr vermehrungsfreudig. Mit Vorsicht zu genießen. Genau, und das ist natürlich dann immer schwierig. Am besten ist, man etabliert sie in einem gesonderten Bereich, wo man sie noch im Griff hat. Genau, wo man sie noch ein bisschen mit Zahn halten kann. Genau. Aber an sich super schöne Koralle. Ja, na klar, vor allem das Pumpen. Also ich meine, man muss sagen, ja, es gibt zwei Fraktionen.
Die eine Fraktion sind die High-End-SPS-Pfleger. Ja. Das heißt, wir haben Hartkorallen, die sich nicht bewegen. Genau. Außer vielleicht mal die Polypen oder Tentakel, wie auch immer man das jetzt also sehen mag. Minimal, genau. Genau. Und es gibt die anderen, die hätten halt gerne zum Beispiel Gorgonien, Xenien, Lederkorallen, Weichkorallen. Und da muss man auch dazu sagen, die sind natürlich in der Haltung auch deutlich einfacher. Ja. Die wir probieren auch für jeden Kunde hier was zu bieten. Genau. Ist natürlich schwer, klar, aber wir haben eine super gute Auswahl da. Ja. Mit verschiedensten Korallen. Die meisten Korallen sind jetzt die Nachzuchten von Jürgen Wendel. Ja, der beliefert die Kölle-Zugruppe. Für genau. die es jetzt nicht kennen, der Jürgen Wendel, googelt das mal. Da gibt es Filme drüber, da gibt es Zeitschriftenartikel drüber. Der hat wahrscheinlich eine der größten Zuchten für Korallen, die es so gibt. Und er macht das wirklich sehr professionell. Ja, die Korallen, tolle Qualität. Ja. Lassen sich sehr gut halten, also wirklich top. Ja, also man muss ja nicht immer denken, dass das jetzt, weil ich jetzt SPS gut finde, dass das alle anderen auch gut finden. Also es gibt aber auch bei SPS einfache. Also wenn du mit einer Enzmann, ja. Da kommt man auch mit in jedem Becken, glaube ich, mit hin. So, wir kommen jetzt aber noch zu einer anderen Fraktion. Und zwar hier haben wir jetzt die momentan teuren Tiere, ja. Importbezogen. Genau, richtig, sind jetzt die ganzen LPS. Die kriegt er aber jetzt nicht vom Jürgen Wendel, sondern... Auch. Der also macht auch. Vom Jürgen Wendel, gerade die ganzen Euphilien, ah. Da ist er extrem stark. Ja. Und ansonsten ordern wir noch sehr viel vom Deon. Okay, also es sind dann die Skolymnias wahrscheinlich. Ja, genau. Euphilias. Haben wir auch schöne Farben da, UFO da, ja, Warpain, Bleeding Apple, also von dem her, da gibt es schon einige. Ja, das ist alles Australien dann letzten Endes. Alles Australien, ja. Genau. Dann haben wir hinten noch die Golden Torch oder Blacken Soul. Ja, Dragon Soul. Ja, wie also man es nennen will. Ja, eigentlich ist alles Euphilia glabrescens. Genau. Aber da gibt es dann ja auch, also ich muss sagen, ich bin da leider auch nicht so tief drin, aber da gibt es ja eine Unterschiede zwischen Indo und Australien. Dann gibt es verschiedene Farbschattierungen. Ja. Ist sie ganz, ganz hell, dann geht es in Richtung Holy Grail und so weiter und so fort. Also dann gibt es eine, die heißt New York Nix. Ich sehe das immer. Ich finde die ja auch alle ganz toll, aber das muss man, da muss man auch schon Zeit aufwenden. Das muss man wollen. Ja, man muss auch Zeit aufwenden, das alles zu lernen, welche Farbschattierungen was heißen. Aber tatsächlich ist Euphilia schon im Moment sehr stark gefragt. Ja. Gerade wenn du viel Blaulicht hast, fangen die ja erstmal richtig an zu leuchten. Mit der Farbe. Ja. Und es gibt ja auch von den einzelnen Arten unterschiedliche Farbformen. Und das ist eben auch das Schöne, dass wir das Becken auf eine Koralle spezialisieren können. Und trotzdem verschiedene Farben drin haben. Das stimmt. Und jetzt geht es natürlich weiter. Wir bleiben im Wasser und zwar jetzt ohne Salz. Ja. Du hast mir vorhin erzählt, ihr habt in München tatsächlich 50-50 gehabt, also der Anteil der Meerwasseraquarien zum Süßwasser. Ja. Und hier ist es nicht ganz so. Hier ist es eventuell auch noch nicht ganz so. Ja. Also Meerwasserkunden sind ja so ein bisschen positiv gesagt speziell. Das heißt, die begutachten ja erstmal jeden ganz genau. Ja. Und da brauchen wir aber ein bisschen Zeit und die Zeit fehlt uns noch, wird aber kommen. Wir sind super gut aufgestellt. Ja gut, du hast natürlich hier auch eine ganz starke Konkurrenz. Ne? Wie weit ist es nach Stuttgart? 20 Kilometer. Ja. Und da haben wir natürlich schon den nächsten Kölle. So. Ja. Das ist natürlich schon so. Die Kunden sind das wahrscheinlich auch gewohnt über viele Jahre. Ich glaube, das erste Geschäft gewesen? Das erste, genau. Das erste. Ja. Und der Standort, gut, der ist jetzt ein bisschen weiter nach rechts gezogen, vor 30 Jahren. Ja. Aber steht dort seit 1969. Ja. Ja gut, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, warum sollte ich jetzt nach Esslingen fahren, wenn ich in Stuttgart alles habe. Aber richtig. Nein, dafür sind wir ja da. Also wir möchten eigentlich mit solchen Videos einmal eins erreichen, der Kunde soll vorher wissen, hier, wie schaut es da aus? Rentiert sich das, dass ich da hinfahre? Und ich hoffe dann, dass wir eben auch die richtigen Einblicke geben können. Und deswegen sind wir auch immer dankbar, wenn ihr wirklich auch, ja. auch ganz nett, das macht ihr ja meistens echt super, dann für Fragen zur Verfügung steht. Es gibt genug, die im Prinzip sich schwer tun vor der Kamera, du zum Glück nicht. Nö, ist also, ich meine, ich wurscht. Gibt es bei euch in Süßwasser irgendwas Besonderes, was man hervorheben kann? Diskusfische. Also die Diskusfische, ich finde sie super, ja. Waren auch früher, waren sie sehr schwer in der Haltung, jetzt mittlerweile ist es
Woran liegt das, dass es jetzt nicht mehr schwer ist? Liegt das an der Technik, an der Wasser, an der Qualität? Oder? Eigentlich an der Zucht. Und an zwar, Zucht. Die Tiere sind alle vom Stenker, ja, so Stenker. Europas größter. Ja. Und der hat die Zucht hingekriegt auf Leitungswasser. Das heißt, wir müssen im Großen und Ganzen kaum noch... Ah, okay, also wir brauchen jetzt kein besonderes Wasser, sondern... Genau. Okay. Also der pH-Wert, der muss jetzt nicht mehr extrem weit unten liegen. Genauso wie die Härte muss auch nicht mehr extrem weit unten liegen. Ja. Das kriegt man alles wunderbar mit Leitungswasser hin. Ja. Ich hoffe, wir können uns auch gleich euer super schönes Schaubecken mit dem Diskus angucken. Ja, da ist noch eine Überraschung drin, was super selten ist. Das sehen wir dann aber später. Alles klar. Dann haben wir noch eine riesen Auswahl an den Aquarienpflanzen. Ob die jetzt in den Kühlschränken gelagert sind oder ob sie in der Verkaufsanlage stehen. Ja. Das muss man auch mal sagen. Nicht nur eure Wasserpflanzen, sondern auch wir sind gerade am Lebensfutter vorbeigegangen. Also das finde ich das Schöne an so einer, an so einem Zoofachgeschäft, das so viel Auswahl hat. Alleine wenn ich sehe, ihr habt ein ganzes Regal nur an Fischfutter. Ja, der Kunde kommt hier rein und kann eigentlich wählen. Gas geben, genau, Wagen voll machen. Nee, also wir haben eine tolle Auswahl da. Wir können viele Kunden bedienen. Wird sogar fast mir ums Fenster lehnen, dass wir für so gut wie jeden Kunde was haben oder eine Lösung finden. Ja. Also von dem und ihr könnt auch eigentlich alles bestellen. Ne? Also ja, genau, richtig. Ja. Halt wenn jetzt einfach jemand euch kommt, mal ansprechen und sagen, was Spezielles will, genau. Dann bestellen wir es. Ja, also echt stark. Ne? Also Wahnsinn. Muss man schon sagen. Ja, auch die Pflanzen im Kühlschrank, da bin ich jetzt ein Fan davon. Sitzen jetzt auch keine Trojaner drauf, das ist eben der Vorteil. Ach, die gibt es da genauso wie bei uns? Genau, richtig. Im Meerwasser gibt es Trojaner im Süßwasser. Wäre sonst langweilig. Was sind das? Sind dann wahrscheinlich Pinselalgen oder keine Ahnung? Entweder sind es verschiedene Algen, dann können es aber auch Schnecken sein. Ah, okay. Und die haben wir halt eben hier nicht und das ist dann der große Vorteil. Das stimmt. Der, wie heißt das, wenn man das so Aquascaping? Hier genau, diese Aquascaping. Besonders getrimmten Algen sind das ja meistens, ne? Mit denen man das macht, oder? Nee, wie, Pflanzen. Pflanzen. Pflanzen, ja, genau. Das ist, hast recht. Ich bin schon wieder zurückgesprungen. Aber gar kein Problem. Gibt es ja regelrechte Wettbewerbe, ne? Ja, richtige Weltmeisterschaften. Ja. Wir haben auch schöne Becken da, aber natürlich wie so ein Aquascaper-Profi. Ja, den können wir aber einladen, auch beim Kunde zu Hause, dass er dann ein Becken einrichtet. Also können wir nichts, machen wir auch. Das geht auch, das ist ja super. Ja, ich glaube, das ist auch viel, also man muss, wie sagt man, das im Kopf haben, wie man es macht. Ja, richtig. Also, richtig. Wie sagt man, muss auch ein bisschen künstlerisch begabt sein, glaube ich, oder? Ja, man muss die Wurzel im trockenen Zustand anschauen und schon das Ergebnis sehen. Klasse. Das ist gut. Was haben wir hier denn jetzt für einen großen Brocken? Das war jetzt ein Stückchen Muschelfleisch, aber ist natürlich noch in der Früh. Der ist auch noch müde. Ja, das ist ein süßwasser Kugelfisch. Genau, das ist jetzt ein Verhacker-Kugelfisch oder Nilkugelfisch. Mhm. Sehr schönes Tier, auch schon großes Tier. Ich lebe jetzt hier für den Moment noch im 430 Liter. Kriegt dann später, wenn er größer ist, hoffentlich beim Kunde wird ein größeres Becken zur Not eben bei uns. Ja. Aber es dauert lange, bis die Frage, der schwimmt alleine. Warum? Er ist sehr aggressiv auf alles, was im Becken ist. Also alles an Fischen, was kleiner ist? Das packt er sich alles. Echt? Ja. Der macht ja so einen Eindruck, als ob er überhaupt nicht gut schwimmen kann. Nee, ist auch kein aktiver Fisch. Aber wie kriegt er die anderen dann? Aber nur groß, der ist halt, der macht sonst nichts anderes. Ah, okay, alles klar. Aber das ist jetzt echt ein Highlight, ja? Das ist ein Highlight, ja. Also in der Größe, den sieht man nicht so häufig. Ja, cool. Aber jetzt zu eurem absoluten Highlight. Ja. Sebastian, das ist ein Süßwasserbecken, in dem ja wirklich ganz viele rote Fische und auch ein paar seltene Fische drin habt. Genau, wir haben hier knapp 4.500 Liter Wasservolumen rein Aquariumbecken und 500 Liter Wasser im Filter. Das heißt roundabout 5.000 Liter Becken.
knapp 100 Marlboro Red Discus. Die heißen wirklich so wie die Zigarettenmarke? Die heißen so wie die Zigaretten, ja. Wahrscheinlich, weil sie rot sind. Weil sie so rot sind, genau. Wir haben einen seltenen Arowana hier. Ja. Ein ganz schönes Tier. Und unser Highlight ist eigentlich unser Albino Süßwasserrochen, der da unten den Boden immer wieder aufwirbelt. Genau. Arowana, sehr teuer. Was kostet er bei euch? Der kostet jetzt Listenpreis 6.900 Euro. Und ist natürlich, den kriegst du wahrscheinlich hier, der wird importiert, richtig? Richtig, ja, den kriegst du nicht jetzt jedes Mal um die Ecke, der ist schon was Seltenes im Aquarium. Ja, dementsprechend auch der Preis, braucht natürlich auch ein gewisses Litervolumen an Schwimmfläche. Ja. Genau, und der Albino liegt aktuell bei 6.000 Euro. Okay, woher kommen die Tiere? Weißt du das, aus dem Kopf? Nee, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Nee. Wahrscheinlich hier irgendwo aus den Tropen. Die kommen aus den Tropen, ja, irgendwo, genau, wo es warm ist. Ja, ja. Diskusfische, Wahnsinn. Also die leuchten so schön rot. Wunderbar, genau. Wir haben jetzt auch unterschiedliche Größen drin. Ja. Einmal die 12 cm Tiere und einmal die 8 cm Tiere. Mhm. Aber die wachsen da prächtig. Mit was füttert ihr die? Mit Rinderherz. Und Rinderherz. Ja, genau. Ja. Cool. Ja, und das sind, der Max hat es vorhin schon gesagt, das sind hier von Stenker. Von Stenker, genau, richtig. Alle also unsere Diskus, der die züchtet. Genau. Stark. Und was, die Leute gucken hier oft? Sind da es sind immer viele Leute, die hier gucken und dann auch erstaunt sind, was natürlich dann das Preisliche ausmacht, logisch. Aber doch viele Leute kommen hierher und gucken kurz, wie es aussieht, klar. Ja, das glaube ich. Ja. Also ich finde, das ist schon sehr... Ist beeindruckend. Sehr, absolut, absolut. Aquarium wurde hier zusammengebaut. Also das sind alles Einzelteile gewesen, weil die Platten schon relativ schwer waren dann auch. Also es war ein gewisses... Das hat wirklich nur 4.500 Liter. Nur ist es viel, aber es wirkt für mich fast schon mehr. Nee, es sind rein 4.500 Liter da drin und 500 Liter auf im Filter. Ja. Genau. Stark. Super. Wunderbar. Perfekt. Also was mir aufgefallen ist, Sebastian, ist, erstens habt ihr eine tolle Sitzgruppe, wo man auch die besonderen Tiere gut beobachten kann. Und was auch komplett neu ist, ihr habt hier einen Tisch für die Kunden mit Computerterminals. Richtig. Was hat das auf sich? Genau, also wir haben hier vier Möglichkeiten in diesen Displays, die sind alle überall gleich. Wir haben natürlich zum einen hier den Online-Shop, auf den wir drauf können. Zum Online-Shop, dann kann man hier quasi bei uns direkt im Laden sich die Artikel nach Hause bestellen, wenn man möchte. Man kann aktuelle Angebote angucken, wenn welche da sind. Über unsere Homepage werden dann direkt die Angebote angezeigt. Auch die kann man dann sowohl im Markt hier als auch dann online bestellen. Oder was ich am eindrucksvollsten und spannendsten finde, ist das Adoptionscenter, wo man einfach die Tierheimprofil öffnen kann und dann jeweilige Tiere angezeigt werden, die man sich dann angucken kann. Und eventuell ist da dann eine passende Haustier für die jeweilige Familie oder für die jeweiligen Kunden dabei. Kriegt ihr das gemeldet von den Tierheimen wahrscheinlich, oder? Da kriegen wir immer aktualisierte Übersichten, welche Tiere. Stark, genau, genau. Das ist ganz toll. Und das Gleiche gibt es dann natürlich auch noch im Großformat. Einfach im Stehen. Prinzipiell das ist genau dasselbe. Vier Punkte. Hier macht es dann natürlich noch ein bisschen mehr Spaß, weil einfach alles deutlich größer und übersichtlicher ist. Aber vom Prinzip alles dasselbe: Hund, Katze und Kleintiere und Fische. Also man kann alles adoptieren, was möglich ist. Und sich dann drüber... Stark. Genau. Das finde ich toll. Das ist mit einer der schönsten Gründe, dass ihr das so unterstützt. Ja. Spitze. Und dazu adoptieren statt kaufen. Klasse. Vielen Dank, Sebastian. Gerne, gerne. Sebastian. Ja. Vielen Dank an dich und dein Team. Ich danke. Vielen, vielen Dank dafür. Also hier rutscht man richtig tief rein, ne? Hier kann man schlafen, ja. Ja, hier kann man wunderbar relaxen. Gemütlich. Zugucken, genau. Ich finde es toll, ihr habt einen richtig sehr modernen Markt. Vielen Dank. Es hat uns sehr gut gefallen. Ich hoffe natürlich auch unseren Zuschauern. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Gleichfalls. Dass ihr hier in Esslingen auch richtig stark nachgefragt werdet. Wir geben unser Bestes. Alles klar. Vielen Dank. In dem Sinne. Mach's gut, danke dir. Danke dir, ciao. Ciao.